das ist ja eigentlich. Bahnhofsgegend ist natürlich um links. Bahnhofsgegend. Das ist ein MOA, so nennt Muslim Overtaken Area. Das ist sowas. Und das haben wir hier in Oldes. Da braucht man hingehen, da kann man nicht ankommen. Da kann man das registrieren und sagen, jo, ne, Junge, Alter. Ne. Das macht nichts, wir machen das jetzt auch für dich, jo. 22 Jahre dauert es noch, das liegt aber daran, dass sie vor meinem Grundstück nützliche Symbole hingebaut haben und die haben aber eine Verfallsdauer und es werden in 22 Jahren wieder abgerissen und dann ist die Sicht frei auf dem Weg. Dann kann ich auch in Ruhe beten und das will ich mir nicht antun, gegen Windmühlen, gegen anzubeten sozusagen. Das ist nichts für mich. Da stehen nämlich Windmühlen mit drei Blattkugeln. Ein bisschen wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll, also qualifizierte
Bus im Gebiet fahren. Dann ein bisschen durch. Die lassen einen auch durch. Das ist in Ordnung. Dann siehst du aber, das ist so ein bisschen ärmlicher. Und dann kommst du nachher in das Christengebiet. Der hat ja nämlich in dem Christengebiet was zu tun. Und da sind sie deutlich geschäftiger. Ne? An den jungen Mann aus dem afrikanischen Kontinent richten wir ein. Bani, Akakati. Und das heißt natürlich, Pferdhallo, Glück, was neulich gemacht hat. Glücksfähige Leine mit den